Meterhohe Flammen an der A44 bei Kassel. Boah, Alter. Merkst du das? Ja, ja, ja. Scheiße. Brandursache? Wohl ein Funkenschlag von einem LKW, der dann die ausgetrocknete Natur in Brand gesetzt hat. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Und auch hier fressen sich die Flammen durch den Wald. Befeuert von Hitze und Staub ist es ein zäher Kampf. Die Feuerwehrtrupps am Limit. Die Kameraden werden jetzt versuchen, zumindest mit der Feuerpatsche, zumindest es kleiner zu halten, bis wir hier Löschwasser haben. Also das ist tatsächlich hier ein kritischer Punkt im Moment, weil es sich hier, das kann man sehr deutlich sehen, sich hier weiter ausbreitet. Heute bei Das Thema, deinen exklusiven YouTube-News aus Hessen, zeigen wir, warum die extreme Trockenheit die Einsatzkräfte immer wieder an ihre Belastungsgrenze bringt. Ein Großbrand im Wald bei Kölbe im Landkreis Marburg-Biedenkopf. 400 Feuerwehrleute im Einsatz. Es brennt auf einer Fläche von 27,5 Hektar. So groß wie 39 Fußballfelder. Die Dimension ist tatsächlich außergewöhnlich. Wir hatten gerade in der jüngeren Vergangenheit, in den vergangenen Tagen und Wochen, mehrere kleinere Waldbrände, auch Flächen, die landwirtschaftliche Flächen, die gebrannt haben. Aber ein Waldbrand in diesem Ausmaß, das ist auch für uns außergewöhnlich. Dramatische Szenen. Die Einsatzstelle im Wald ist tückisch. Zum Löschen braucht man Wasser, das ist eine der großen Herausforderungen. Deswegen haben wir auch sämtliche Großtanklöschfahrzeuge, die wir im Landkreis haben, hierher bestellt. Das sind in Summe 5 Stück, sodass wir weit über 20.000 Liter Wasser dann hier haben. Es sind Landwirte hier, die mit Güllefässern da sind. Eins, habe ich eben gehört, hat 12.000 Liter Wasser dabei. Nur das Wasser müssen wir jetzt halt auch in den Wald kriegen. Das heißt, wir müssen Schläuche verlegen und ähnliches mehr, damit wir tatsächlich löschen können. Hitze und Wind entfachen immer wieder neue Brände. Der Plan, dass wir 2 Hubschrauber einsetzen, hat sich leider zerschlagen, können bald nicht kommen, sodass wir jetzt Plan B nehmen und tatsächlich mit Manpower in den Wald reingehen und das Feuer löschen werden. Es werden zusätzliche Kräfte und Löschzüge aus dem Landkreis angefordert. Ein gefährlicher Einsatz für die Feuerwehr. Brandursache? Vermutlich ein Mähdrescher. Vom Feld hat der Wind das Feuer dann auf den Wald überspringen lassen. Auch bei einem Feld in Niddertal ist es zu einem Brand gekommen. Die Ursache hier? Ein Mähdrescher. Dieser fing bei der Ernte plötzlich Feuer. Der Landwirt hat Glück gehabt. Mit einem Sprung kann er sich retten. Sein Bruder ist auf dem Weg ins Feld bei Niddertal Keichen und sieht die Rauchsäule von Weitem. Ja, was ist passiert? Entweder einen technischen Defekt, nimmt man jetzt an, und dann hat sich der Mähdrescher selbst entzündet. Mein Bruder ist den Mähdrescher gefahren. Der Mähdrescher hat Fehler angezeigt, mein Bruder ist angehalten, hat geschaut und hat die Feuerflammen aus dem Motorbereich gesehen. Hat noch den Feuerlöscher gezündet, aber das Feuer, auch bedingt durch den Staub, hat sich so sehr entzündet und so rasch ausgebreitet, dass keine Rettung mit Feuerlöscher mehr möglich war, und dementsprechend wurde die Feuerwehr alarmiert und hier im Feldbereich alles mit den Bodenbearbeitungsgeräten bearbeitet, sodass das Feuer nicht mehr ausbreiten kann. Das war jetzt auch nicht ungefährlich für ihn, ne? Nein, das war nicht ungefährlich gewesen. Auch unsere Berufskollegen, da auch nochmal besten Dank aus dem Ort. Es hilft sich immer jeder gegenseitig. Sie sind da, wenn man sie braucht, und das ist das Wichtigste. Auf dem Land spürt man das noch. Das war jetzt sehr beeindruckend. Auf einmal kamen da die ganzen Traktoren, sind drumherum gefahren. Was haben die gemacht und warum war das so wichtig? Die Traktoren haben die Stoppeln bearbeitet, umgebrochen, haben die mit der Erde vermischt, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten kann. Wäre das nicht passiert, hätten wir einen sehr großen Flächenbrand hier bekommen. Das ist schon toll, oder? Waren das Nachbarn, oder? Das waren Nachbarn und befreundete Landwirte aus dem Ort gewesen. Da ist man schon ein bisschen dankbar, ne? Na klar ist man da dankbar. Ich bin selber in der Feuerwehr, helfe auch immer mit, wenn es irgendwo zu einem Unglück kommt. Und so bekomme ich dann auch geholfen. Bei dieser Hitze reicht schon ein Funken. Sommer 2018. Bei Itzstein gerät ein Stein in einen Mähdrescher. Der Funke setzt ein ganzes Feld in Brand. Die Flammen verteilen sich auf tausende Quadratmeter. Und auch gestern in Haunetal im Landkreis Hersfeld-Rotenburg könnte die Brandursache eine landwirtschaftliche Maschine gewesen sein. Brennende Mähdrescher und landwirtschaftliche Geräte. Wie können diese Hightech-Maschinen in Brand geraten? Die Hauptursache, das ist durch Schmutz, durch Staub im Bereich des Motorraumes an der Auspuffanlage, weil die doch extrem heiß wird. Und man muss wissen, dass die Auspuffgase, die den Auspuff krümmen und den Turbolader,
in der Vollleistung bis 800, 900 Grad erhitzen. Und das ist doch eine sehr hohe Brandgefahr. Der Großeinsatz in Haunetal für die Einsatzkräfte gefährlich. Der Wind facht die Flammen immer wieder an. Die Einsatzkräfte müssen sich zurückziehen. Hessens Feuerwehren sind momentan im Dauereinsatz, weiß der Präsident des Hessischen Landesverbandes der Feuerwehr. Unsere Einsatzkräfte müssen ja fast täglich derzeit zu Einsätzen raus, ganz unterschiedlich, quer verteilt über Hessen. Wir haben einerseits die körperlichen Anforderungen, die Gefahr der Überhitzung des Körpers, aber auch, dass also durch die wechselnden Winde ganz schnell Einsatzkräfte eingekesselt werden könnten von dem Feuer. Und das ist eine ganz besondere Gefahr. Deshalb ist es wichtig, dass man hier besonnen vorgeht. Extreme Hitze und Trockenheit. Eine gefährliche Kombination. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor hoher Waldbrandgefahr in Hessen. Warnstufe 3 gilt in Teilen der Rhön. Zweithöchste Warnstufe für fast ganz Hessen. Am schlimmsten mit der höchsten Warnstufe sind Wälder in Mittel- und Südhessen betroffen. Derzeit gibt es Diskussionen, inwieweit wir Waldbrand-Einsatzfahrzeuge beschaffen, aufgrund der sich veränderten Vegetation und der veränderten Einsatzzahlen. Also das ist sicher für die Zukunft erforderlich, weil es ist ja mit zu rechnen, dass in der Zukunft mehr solche Einsätze auf uns zukommen. Hitze auch in Heinzell im Landkreis Fulda. Dort brennt ein mit Heuballen beladener Traktor. Der fängt nach der Ernte plötzlich Feuer. Ursache unklar. Die Herausforderung war gewesen, dadurch, dass das Ganze in Ortslage geschehen ist, auch durch die Bebauung drumherum bzw. durch den Bewuchs am Rand, dass sich das Ganze weiter ausdehnt auf die Grünanlagen und dann natürlich halt auch auf das Zugfahrzeug. Als Weiteren ist halt jetzt momentan zu der Zeit auch die Hitze, die in der Umgebungsluft besteht, neben der Wärme, die durch den Brand entsteht, dadurch halt auch die Belastung an die Einsatzkräfte, die unter Pressluftatmer dann vorgehen. Flächenbrand auf einem Stoppelacker in Waldkappel im Werra-Meißner-Kreis. Ursache? Erntearbeiten. Die Löscharbeiten dauern 3 Stunden. Zurück zum Großbrand in Kölbe. Die Einsatzkräfte haben 20 Stunden gekämpft. Heute Morgen ist der Brand dann endlich unter Kontrolle. Unterstützung gab es auch aus der Luft. Ein ernüchternder Morgen. Viel verbrannter Wald und 9 Feuerwehrleute mit Rauchgasvergiftung. Trotzdem. Wir haben einen richtig großen Waldbrand mit möglicherweise katastrophalen Ausmaßen wirklich verhindern können. Weil wir sind hier an der südlichen Spitze des Burgwaldes. Das ist eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete in Hessen. Wenn das Feuer sich da weiter ausgebreitet hätte, hätten wir ganz andere Probleme bekommen. Geschafft, aber wohl nur eine kurze Verschnaufpause. Denn es bleibt trocken. Der nächste Einsatz kann jederzeit kommen. Und dann gehen Hessens Feuerwehrmänner und Frauen wieder an ihre Grenzen. Du willst mehr News aus Hessen? Klick dich rein und lass gern ein Abo da.